Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der mittlerweile schon 42. Willkommen zu Assassin's Creed Origins. Und wir machen weiter mit der Quest Mord im Tempel. So, wir müssen den Tempel untersuchen. Und ich denke mal, zwei, drei Quests vielleicht noch. Dann müssten wir eigentlich die Stufe 28 geknackt haben. Aber das schauen wir uns dann an. So, Untersuchungsgebiet. Jetzt schauen wir doch mal. Ist sehr unbefriedigend. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das. Alles klar. Macht mir viel Druck, das aufzuklären. Aber bitte. Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Weil die alle grausam waren. Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment. Da oben ist noch etwas. Oben? Okay, mehr Sachen hier oben. Ist hier unten noch was? Sieht nicht so aus. Okay, dann schauen wir mal hoch hier. Oh, was macht ihr denn? Bei Amun. Das ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wajet-Maske platziert. Wajet. Wajet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen? Ich denke mal, die Lösung liegt hier hinten. Brief des Mörders. Heute werden wir unseren Tempel an eurem dreckigen griechischen Gott rächen. Das Blut eures Hohepriesters wird eure Schuld bei Wajet begleichen. Für Ägypten. Für die Göttin. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philaketai sollte wissen, wo er ist. Okay, ich spreche mit dem Philaketai. Ist das der hier unten, ja? Philaketai, ich habe Ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Der Ermordete und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Wir müssen uns beeilen. Komm, das muss ich machen, du kannst du nicht. Keine Sorge, wenn wir fertig sind, gibt es einen Idioten weniger auf der Welt. Da, der Hohepriester. Die Männer haben ihn umzingelt. Du musst ihm helfen. Schneller. Geh zum Eingang und warte, bis ich einschreite. Ja, oder ich bleibe hier und werde Wache halten. Gib uns ich warne Macht, dich, wenn die noch griechischen mehr Teufel zu vertreiben. Geh du! Das ist Wahnsinn! Du kannst nicht fliehen! Zu langsam! Da bist du!
Alter. So, machen wir den hier platt. Hab ich dich! Macht der denn? Komplett gebackt hier. Okay, haben wir den Hohepriester schon mal? Wir hatten vor, mich zu opfern. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Okay. Wieder ein paar Pünktchen. Hier wäre noch eine Quest, dann könnten wir die auch gleich mitnehmen. Nahrung für das Fayum. Machen wir doch gleich. Ich muss dich sprechen. Ich sah dich beim Philaketai von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht? Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen. Na, als die Hunger leiden würde, so sieht die nicht aus. Den Philaketai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Steinmetz. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. So, dann machen wir noch gleich weiter. Sprich mit dem Steinmetz. Hier wäre auch schon wieder was. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Steinmetz finden. Okay, hier ist schon ein bisschen gehobener Viertel. Da ist er, Stormetz. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Sch, wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein, doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal, aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Nun bitte, lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Okay, wir müssen hier runter. Ah, das ist da hinten, oder was? Ah, okay, hier. Können wir irgendwie gleich killen hier? Nein.
Muss ich hier rumrennen? Einige Menschen können nicht pfeifen. Ich sollte mich hier nicht erwischen. Das muss der... Boah, was mach ich denn? Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Okay, da haben wir schon ein paar Hinweise. Bei Amun. Was ist hier geschehen? Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich im üblichen Ort unter dem badenden Sobek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm dem Bauern seinen Arm ab. Sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Geschrieben der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sobek. Ein Bad geht nicht ohne Wasser. Also ein Sobek im Wasser. Okay. Meter. Okay, ziemlich weit unten. Ich werde mir aber den Aussichtspunkt noch schnell schnappen. Der ist nicht weit weg. Ist ja nie verkehrt, wenn man die ganzen Aussichtspunkte mitnimmt. Ich hoffe mal, dass ich hier hochkomme. Wahrscheinlich komme ich hier gar nicht hoch, oder? Ah doch, da kommt er sogar hoch. Nice. Sehr gut, Bayek. Und da ist er auch schon. So, wir synchronisieren mal. So, okay. Wo geht's hier hin? Ja, komm. Schnappen wir uns das Pferdchen. Okay, das Pferdchen geht hier nicht. Dann müssen wir da runter. Ah doch, da ist es ja doch. Ja, komm her. So, 600 Meter wird ein bisschen dauern. Finde die Bezahlung in der Nähe der badenden Sobek-Statue. Besuche den versunkenen Tempel des Pniferus westlich von Karanis. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Okay, im Wasser. Das sind wir. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Das ist wieder. Der ist es, na klar.
Okay, geht's ganz schön tief runter. Das ist doch richtig geil gemacht, oder? Nehmen wir den Platz, Schatz natürlich mit. Ah. So, ich hoffe mal, dass mir die Luft reicht. Sie hat eine Gravur von Sognopayu auf der Brust. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Die haben mich hier wohl nicht treffen, oder? Okay, ich glaube, die haben wir abgehängt. Oh. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Boah, die fressen sich gegenseitig. Schau das an. Wo sie hinfährt. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein jetzt hier. Okay, der Ort wird wahrscheinlich sehr gut bewacht. Sicherheit für alle! Ja, okay. Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer. Schauen wir mal, wenn man ein Attentat begehen kann. Abgerissen, renoviert, isoliert. Griechische Siedlungen sind sicherer als je zuvor. Die stehen aber da unten. Könnt ihr hier reinkommen? Okay, muss doch noch eins runter. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lager. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lager. Na komm. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Also sind wir noch recht gut durchgekommen. Sie haben ihm auf Befehl des Metzgers den Arm abgeschlagen. Dann sind wir wohl nur noch Verbrecher. Keine Soldaten. Sprich etwas leiser. Scheiße. Dafür. Richtig. Oder ich lasse dich leiden. Stecken Sie das ganze Korn. Eine Liste mit den Zahlungen für das Korn. Der Metzger zahlt den Bauern nicht mal genug, um zu überleben. Ich muss herausfinden, wo er sich aufhält. Hier verstecken Sie das ganze Korn. Dass sie direkt von den Tischen der Familien im Fayum stehlen. Diese gierigen Drecksäcke. Ich sollte mich umsehen. Mach ich doch schon. Noch mehr Korn. Die Armen verhungern, während die Reichen ihre Lager...
Dringende Nachricht vom Metzger. Bewahre das Korn wie üblich auf. Die Lieferung geht nächste Woche raus. Also sorge dafür, dass alles bereit ist. Bring die letzte Stückliste hoch zu meinem Arbeitszimmer in der Villa, wo ich unaufhörlich daran arbeite, deine Fehler zu beheben. Mach noch weitere Fehler, dann ist dein Kopf fällig. Okay. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Okay, stelle den Metzger zur Rede. Gehen wir doch einfach mal hier weiter. Vielleicht kommen wir ja direkt in sein Haus. Eine prunkvolle Villa, errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Aber nicht mit dem Commander. So, okay. Sind wir schon nah dran, ne? Hier müssten wir eigentlich richtig sein, bloß wir kommen wieder in das Haus rein. Schauen wir, ob da unten vielleicht irgendwas, eine Tür oder was ist. Na, hier geht's ja schon rein. Sehr schön. Immer noch eins oben. Geht's hier nochmal hoch? Oh, wir sind hier. Irgendwo noch reingehen. Das sagt mir hier oben auf jeden Fall. Hä? Stelle dem Metzger sein Arbeitszimmer zur Rede. Ah, da oben. Okay. Hier kommen wir auch nicht rein. Okay. Mal schauen, hier muss irgendwo noch einen Weg geben. Ja, da war ich doch aber schon richtig, oder? Dann schauen wir nochmal, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Hey. Da war ich doch vorher schon. Hier ist der Vlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Du stiehlst das Korn aus dem Fayum. Menschen hungern für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Ja, kannst du mal probieren. Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich, du dreckiger Naked Yadet. Hier endet es. Wachen, erledigt das. Und der schon mal down? So, Tod bestätigen. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Sehr schön.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge. Wir haben den Metzger erfolgreich gekillt. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein, weil ich glaube, da könnten wir das schaffen, Stufe 28 und dann schon mit der nächsten Hauptmission weiterzumachen. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen reinschaut. Gut, da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.